So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Cry of Fear. Ja, so, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, das ist jetzt schon ein bisschen eine Weile her, aber jetzt habe ich wieder Bock gehabt, Cry of Fear zu spielen und deswegen spiele ich es jetzt hier. Ich bin jetzt nochmal hier rausgegangen, da wir das letzte Mal hier irgendwie, ja, war irgend so ein Mensch und dann hat uns von hinten jemand angegriffen. Und deswegen probieren wir jetzt, da wir auch nicht viel Leben haben, versuchen wir da jetzt irgendwie schnell das alles zu machen, einfach schnell umzudrehen und dann hier einfach dann abzuballern. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt so. Und ja, und jetzt gehen wir einfach mal hier in den Raum rein und versuchen schnell umzudrehen. So. So, okay. Hier ist Wasser. Hier kommt jetzt jemand. Und hier gleich. Nein! Ach. Okay, das Licht ist uns jetzt hier irgendwie ausgegangen. Und jetzt haben wir es geschafft. Ja, also jetzt wäre relativ gut ein Speicherpunkt. Oh komm, bitte, es kommt jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Bitte, es kommt ein Speicherpunkt. Bitte, es kommt ein Speicherpunkt. Und kein, was weiß ich was. Also, jetzt sind wir unter diesem ganzen Chaos hier. Also, hier oben sind wir ja vorhin reingegangen, wenn ihr euch erinnert. Also, in den letzten Parts. So. Wo? Was haben wir denn? Hier jetzt. Oh, Speicherpunkt. Und dann safen wir mal das Ganze ab. So, und jetzt kommen wir mal hier. Und jetzt können wir uns das überlegen, ob wir jetzt hier hingehen oder hier. Ich würde mal. Okay, hier müssen wir also hin. It's locked from the other side. Okay. Wir haben ja noch einen Schlüssel. Ah, jetzt haben wir's. Ja, Munition. Besser wäre jetzt natürlich, wenn wir ja irgendwas Dings hätten. Also ein bisschen Leben. Das wäre viel, viel besser. Denn wir sind gleich mal tot. Oh. Okay, ich bin jetzt hier irgendwie nicht weggekommen. Was ich jetzt überhaupt nicht verstehe. Komm, wieso verstehe ich das jetzt nicht? So, hier nochmal mitnehmen. Das verstehe ich jetzt. Ach so, wir mussten auf die einfach schießen oder so. So funktioniert das Ganze. Schlau müsste man sein. So, was machen wir denn jetzt hier? Hier ist nichts mehr. Wir müssen jetzt natürlich hier alles erforschen. Denn wir können uns das jetzt nicht mehr erlauben, hier irgendwo eine Spritze. Wenn jetzt hier irgendwo eine Spritze liegt. Oh, 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 oh. Fuck, hier ist es dunkel. Oh. Aber wir müssen nachladen. Ah. Nein, nein. Müssen nachladen, verdammt. Kommt hier. Aber ich verstehe das nicht, wieso das die jetzt so langsam. Oh! What the fuck? Nein! Hä? Ich kapiere das jetzt nicht mehr.
Ich verstehe das jetzt nicht. So, ein paar Schuss haben wir noch. Ich verstehe das jetzt nicht, was jetzt hier mit uns abgeht. Oh! Wir haben keine Munition mehr. Hä? Oh. Okay. Ist das jetzt irgendwie ein Grafikfehler oder ein Videofehler oder irgendwas? Was ist hier immer? Okay, dann versuchen wir das jetzt mal anders. Und zwar müssen wir jetzt hier wieder den Schlüssel benutzen. Gehen wir hier wieder rein. Nehmen wir hier das mit. So. Okay. Also, ich verstehe jetzt alles, was wir jetzt hier tun müssen. Und zwar nehmen wir bam, bam, bam. Tap. Ist wieder tot. Verstehe ich jetzt nicht ganz. So. Gehen wir einfach mal weiter. So, jetzt nehmen wir das diesmal von dieser Seite. Und die andere Frau. So, die ist hier. Also drei Schuss brauchen wir immer. Jeweils. So, haben wir hier vielleicht irgendwas rumliegen. Komm, wir brauchen eine Spritze. Vorhin hatten wir Unmengen Spritzen. Und jetzt geht wieder die Musik los. Man weiß, dass irgendwann mal irgendwas rausspringt. So. Oh oh. What the fuck, was ist hier passiert? So. Was haben wir denn jetzt hier? Wie ihr wahrscheinlich auch schon merkt. Ja. 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 Wir haben eine Spritze. Ja. Das rettet uns das Leben. Und jetzt haben wir zumindest das Leben wieder. Etwas voll. Was haben wir denn hier? You got a video. Okay, jetzt haben wir ein Video. Können wir das uns irgendwie anschauen oder so? Nö. Eigentlich nicht. Ist hier noch sonst irgendwas, was wir brauchen könnten? Eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier weiter. Durch diese Tür. Was wir machen. Nein, nicht wieder. Diese kleinen Dinger. Ich würde jetzt aber das Messer nehmen. Achso. So machen wir das. Da wir jetzt ein bisschen Munition sparen werden. Okay, jetzt haben wir das aufgeschlossen. Jetzt können wir entweder hier gehen, entlang gehen. Oder wir haben hier nochmal Munition. Hier ist abgeschlossen. Hier ist auch abgeschlossen. Also müssen wir darüber. Okay. Das werden wir jetzt mal machen. Jetzt kommt garantiert irgendwas. Ja, ein Safe-Punkt. Achso. Das war ja natürlich logisch. Wir safen das Ganze natürlich nochmal ab. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay, dann haben wir das jetzt erforscht. Und jetzt. Wir können das jetzt nicht öffnen. Im ersten Stock. Wir können hier nicht raus.
Ist das jetzt hier, wo wir weiter müssen? Nein. Wir kommen jetzt hier nicht weiter. Hier haben wir hier überhaupt alles. Ne, hier haben wir überhaupt noch nichts erforscht. Das haben wir hier einfach vergessen. Aber hier ist eigentlich auch nichts mehr. Hier kommen wir wieder. Kommen wir hier überhaupt raus? Ah ja, eben hier. Ach so, aber einen Code haben wir jetzt. Ein Video haben wir, ja. Vielleicht könnten wir das irgendwie oben benutzen. Hier beim PC vielleicht irgendwas. Irgendwie vielleicht. Und hier ist passiert garantiert irgendwie auch irgendmal was. Okay, wir können hochgehen. So, jetzt haben wir hier ein Pin. Aber von wo bekommen wir diesen Pin? Das ist eine gute Frage. Aber also hier wahrscheinlich irgendwie was müssen wir was mit dem Video. Da ist bestimmt irgendwie beschrieben, wo wir das herbekommen. Also wo wir hat es hier vielleicht offen? Nö. Hier ist nichts offen. Jetzt müssen wir einfach mal hier nochmal irgendwie schauen. Denn irgendwas müssen wir doch übersehen haben. Sonst.